Oh, oh fuck! Oh. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's ebenfalls gut und willkommen zu Dark Fracture. Dies ist glaube ich, soweit ich weiß, nur eine Demo. Das ganze Spiel kommt glaube ich demnächst auf Steam raus. Ein großartiges Game. Also die Demo ist sogar schon sehr, sehr gut gelungen. Ich habe da einmal kurz reingeschaut in den Trailer und ich glaube, es wird nicht nur sehr gut, ich glaube, es wird sogar auch verdammt gruselig. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und überzeugen uns selbst. So, das Spiel lädt jetzt. Kann ich ja noch ein bisschen was trinken? Ich hoffe mal, also ich habe jetzt mein Fenster gerade auf, das erste Mal, weil es hier echt ekelhaft ist. Also die Luft, die steht bis zum geht nicht mehr. Und deswegen hoffe ich, dass von draußen keine störenden Geräusche kommen. Das geht ganz schön lange, ne? Gut. Oh Gott, wenn ich schon lese Dark Endless Labyrinth, dann... Okay, ich kann euch gleich nochmal kurz was zum Spiel sagen, damit ihr es auch checkt. Guten Morgen. How long was I out? I need a cigarette. Where's my damn lighter? Oh, Dark Knights. Okay, ganz kurz, und zwar sind wir in einem Büro. Also es ist unser Büro und wir sind wirklich die Einzigen hier. Also wir sind eine einsame Sau. Und das wird uns zum Verhängnis. Ich glaube nämlich, dass die Einsamkeit, ja, uns zum Verhängnis wird. Kann ich damit nichts machen? Nein, ich kann es einfach nur wegballern hier. Gut. Wir sind Raucher. Das sind, glaube ich, so Marlboro oder so Marlboro darstellen. Oh ja, yeah, it's locked. But I leave the key. Oh, okay. Ah, och, ich liebe das bei Games. Hier haben wir dann jetzt so einen Text stehen hier links oben. Ich hoffe, meine Facecam, okay, meine Facecam wird das safe bedecken, aber, okay, er ist eingepennt und hat vor dem, bevor er hier eingeschlafen ist, oder sein Nickerchen gehalten hat, hat er die Tür verschlossen. Er kann sich aber noch daran erinnern, dass irgendetwas in seinem Raum war. Und er weiß, dass er irgendwo den Schlüssel hier im Schreibtisch versteckt hat. Also hier oben drauf kann ich nichts erkennen. Die Schublade können wir öffnen. Das war leicht. Ja, und Schlüssel. That's the office key. Where's my lighter? Oh, wir haben einen Schlüssel gefunden. Nach meiner letzten Zigarette habe ich das Feuerzeug... Ah, hat er in seinem Spind getan. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zu unserem Spind laufen. Okay, hier steht nochmal, wie wir die Türen öffnen. Ist eigentlich recht simpel. Tada. It's a little dark in here. Jo, ganz schön. Oh no. Oh, ach, bitte nicht. Oh. Okay. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Sanatorium, kann das sein? Ach, ich werde mir so in die Hose wieder machen, ne? Seitdem ich den Horrorfilm Autopsie geguckt habe, wirklich ist meine Angst vor Sanatorien groß geworden. Kann man hier noch? Okay, nein. Aber das scheint... Ja, hier sind Spinde. Ist das unser? Nein,
Okay, das ist verschlossen. Das ist auch verschlossen. Das ist auch verschlossen. Der geht auf, ist aber nicht unser. It's my locker. Ah, das ist unser. It's locked. The key should be on the table just outside of the room. Okay. Den Schlüssel haben wir wohl dann hier gelassen. Ja, genau. Bis jetzt ist es noch recht simpel. My locker key. I'm gonna slide it in on my office keychain. Home sweet home. Da ist es ja. Well, kinder. So, wir nehmen wir das Feuerzeug. Ja, geht fit. Oh. Oh crap. I must have forgot about the pill. Oh shit. Okay, wir müssen unsere Pille nehmen. Oder unsere Tablette. Well, I better do it the way they asked. Because with all these cameras around, it feels like they're watching my every move. Okay, wir müssen wohl sehr täglich uns Pillen einwerfen. Okay. Und am besten sollen wir das in einem Herrenklo machen. Das ist das Damenklo. Ja, Herrenklo. Ich möchte kurz einmal auswählen. Mit 1. Ah, okay, das ist unser Feuerzeug. Ja. Das ist sehr gruselig. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Haben wir da irgendwas übersehen? Das ist ein Schlüssel. Achso, den können wir aber... Okay, das ist unser Schlüssel, damit wir hier reinkommen. Das heißt, wir brauchen ja noch nichts, da wir noch Dienst haben. Brauche ich erstmal was zu trinken? Wir schauen mal. Aber hier ist wohl nirgendwo was, was wir trinken können, oder? Also steht zumindest eine Tasse, nur ich bin mir... Okay, doch, die müssen wir wohl benutzen. Okay, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber wir versuchen es. Weil uns ist wohl... Ich glaube, uns ist hier irgendwas in der Vergangenheit passiert und dafür brauchen wir unsere... müssen wir das so machen? Ist das richtig? Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht versuchen wir es einfach mal auf der Frauentoilette. Geht die nicht auf? Okay, doch. Dann nehmen wir dich wieder. Hallo, Tasse. Geht das hier nicht? Wen wollte ich ihn verarschen? Okay. Ich muss doch irgendwo... Oder funktioniert das hier irgendwie? Geht das hier an? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ja irgendwo unser... unser Trinken herbekommen. Also ich bin mit... Ja. Screw it. Okay, krass.
Also da, das, also wenn wir unsere Tabletten nicht nehmen, ich glaube, darum geht es auch in dem Game. Wenn wir unsere Tabletten nicht nehmen, sind wir am Arsch. Ja, wie soll ich sagen? Wir werden Sachen erleben, die wollen wir eigentlich gar nicht erleben. Ein Aufzug, der funktioniert aber nicht. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt hier ein Aufzug ist. Okay, wir legen erstmal jetzt unsere Tasse hier hin. Ich wollte dich eigentlich hier schön so hinlegen. Danke. Ist hier irgendwas? Nee. Wow. What the fuck? Wir müssen unsere Tablette nehmen, ich weiß aber nicht wie. Irgendwas hat. Okay, unser Feuerzeug funktioniert gerade nicht. Fuck my life. Ich hab Angst. Ich hab grad. Alter, das hat mich gerade richtig gescared hier. Vielleicht können wir auch unsere Tablette gar nicht einnehmen. Ist das möglich? Ich meine, weil ich weiß nicht, vielleicht geht's halt hier um die, also geht's halt in diesem Spiel darum, dass wir sie nicht einnehmen können und somit, ich weiß nicht. Jetzt funktioniert's auf einmal. Merkwürdig, merkwürdig. Oh, ging die Tür gerade schon auf? Oh no. Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier gleich nicht gut ausgehen wird für uns? Alter, das ist hier alles schon so broke. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich nur arbeiten, oder? Okay, können wir hier irgendwas machen? Bin mir gerade sehr, sehr unsicher. Boah, ich dachte, da ist einer. Ich fange schon an zu halluzinieren. Okay, wir können springen, das wusste ich gar nicht. Wir können sehr hoch springen. Ich kann schon an die Decke. Cooler Name für eine, naja, für Hersteller oder von Herstellern für Leitern. Mein Deutsch ist so im Arsch, also es tut mir leid, echt. Geht das hier auf? Oh, tatsächlich, wow. Oh, holy fuck, scheiße. Oh, oh, oh. Alter. Holy fuck, was ist... Okay. Ich glaube, irgendwas beobachtet uns hier. Scheiße. Also, irgendwas ist hier gerade. Ich höre hier Sachen. Können wir den Aufzug benutzen? Lass das die alten Rohrleitungen sein. Wohin führt's hier? Oh, nach draußen.
Kann ich jetzt vielleicht den Schlüssel verwenden? Und das war's dann mit der Demo, weil es wird mir gerade schon zu gruselig. Ich glaube, wenn dieses Spiel released wird, wird es tatsächlich ganz, ganz gut sein. Weil die Atmosphäre, die ist echt atemberaubend schlimm. Habe ich den Schlüssel jetzt genommen? Ich habe ihn genommen, perfekt, ich kann weg. Oh, geil. Ich höre hier die ganze Zeit Schritte weg. Das Spiel spielt mir Streiche. Okay, warte mal. Was ist das für ein Schlüssel? Ich dachte, er wäre für hier. Ist der vielleicht für einen anderen Raum? Für den hier? Hier irgendwie was, was ich brauche. Weg mit dir. Oh, perfekt, ich kann Kerzen anzünden. Sehr geil, ist hier noch eine Kerze? Oh, ich höre hier die ganze Zeit Sachen, das ist einfach nur gruselig. Was für ein Zufall, dass in einem Horrorgame so eine Musik aus dem Radio kommt. Wir oh mein Gott, geh aus, geh aus. Geh aus. Ich hab grad richtig Panik, echt. Geht hier nicht auf. Die auch nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht das auf? Oh, perfekt. Was ist da drin? Oh, das ist nicht Marlboro. Matado. Okay. Ich glaube, wir rauchen sehr viel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, warte mal. Bin ich behindert? Können wir hier was? Wir haben hier doch so einen Wasserspender. Können wir vielleicht hier irgendwie was mitmachen? Wieso können wir damit nichts machen? Das ist doch kacke. Okay, ich glaube, wir können damit einfach echt nichts machen. Aber wir müssen doch irgendwie unsere Tabletten einnehmen können. Hier kommen wir nicht rein. Kommen wir vielleicht da hinten durch die Tür. Okay, das sind wir. Leider nicht. Okay, wir können klopfen, komischerweise. Wieso können wir klopfen? Können wir hier klopfen? Tatsache. Hier. Und hier geht wirklich nichts? The fuck, was ist das? War das hier gerade auch schon? Ich bin sehr verunsichert.
Okay. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, die Tür hier. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich. Warte mal, ich bin jetzt. Das ist gerade ein bisschen weird. Hier funktioniert das, aber. Okay, irgendwie funktioniert dieser Schlüssel nicht. Okay, ich gehe jetzt in mein Büro. Schließ die Tür oder mach die Tür zu. Und dann überlegen wir jetzt doch mal in Ruhe, was wir jetzt machen müssen. Okay, wir haben eine Kerze. Das ist gut. Wir machen das Licht natürlich wieder an. Das ist eine schlechte Idee gewesen von uns. Wollen wir uns erstmal einen rauchen zur Beruhigung? Okay, geht nicht. Ich mach das mal hier zu. Okay. Was genau müssen wir jetzt machen? Was ist das hier? Okay, wir müssen unbedingt die Tablette nehmen. But how are my cigarettes? Seriously? I left the cigarettes behind in the office. Also wir wollten jetzt hier eine rauchen gehen. What the fuck? Okay. Okay. Creepy. Wir gehen jetzt nochmal unsere Zigaretten holen. Wo muss ich damit hin? Oh fuck! Oh, oh, holy, holy shit! Oh, oh. Okay, nicht witzig, gar nicht witzig, kein bisschen. Oh mein Gott. Okay. I think that's the phone in the office room. It's probably an important call. Jetzt klingelt das Telefon noch in unserem Büro. Das Telefon klingelt, das Licht flackert und es ist niemand in der Leitung. Shit, missed the call. I should probably get back to work. Ich kotze gleich wirklich. Wir laufen die ganze Zeit hin und her. Oh fuck, wir müssen jetzt gerade. Was ist das? Also ist das Buch. Wir müssen jetzt irgendwie in den Kühlraum und Leichen untersuchen. Okay, wir kommen doch gar nicht rein. Oder ist das hier? Ich bin weird. Was müssen wir denn jetzt machen? Irgendwie kommt alles so schnell auf mich zu. Oh, fuck my life. Required to move both trolleys out of the room before opening the freezers. Das ist verdammt scheißgruselig, echt. Okay, wir müssen die Dinger jetzt irgendwie erstmal rausschaffen. Wie auch immer. Ja, komm. Hey, das ist scheiße gemacht. Okay, now for the second trolley. Ja, warte, ich muss doch den hier erstmal. Ach, perfekt, das haben wir schon mal geschafft.
stellen dich jetzt mal hier hin. Oh Gott. Wir sind schlecht, das ist. Klappt doch besser. Oh Scheiße, ich will das gar nicht. Okay, keiner drin. Ich finde das gruselig, wirklich. Ich bin dafür nicht gemacht. Obwohl ich, das muss ich kurz sagen, für eine Zeit lang überlegt habe, in einem Sanatorium zu arbeiten, ob ich so eine Ausbildung mache. Weil ich finde die Arbeit sehr interessant. Okay, schlaf gut. Ich weiß nicht, ich. Boah, das ist so eklig. Ich find's einfach interessant, so, ne? Ich hätte das gerne gemacht. Weil das Ding ist, ich genieße auch. Warum ist hier Blut? Das war noch gerade gar nicht. Was ich sagen wollte, ich würde auch so die Ruhe genießen, so, weißt du, einfach so zu arbeiten mit. Ja, ich sag jetzt mal Leichen oder so. Ich finde die Arbeit einfach interessant. So. Als ich das zum Beispiel meiner Mama erzählt habe, wie kannst du was sagen, das ist ja widerlich. Und so, ne, die sagt, ich so Albträume. Oh. Albträume habe ich genug. Okay, ich habe das Gefühl. Dass wir nicht mehr lange leben werden. Woher kommen die Geräusche? Oh. Okay, woher kommen die Geräusche? I don't like this. Ich will mit diesem Aufzug fahren. Ich will weg hier. Ich will kontrollieren weiter. Hier sind wir stehen geblieben. Ne? Nix. Komm. Nix. Schlafen alle. Ah, ist eine Leiche. Ist auch eine Leiche. Oh, es ist aber. Oh, ist das ein Kind? Oh, das ist kacke. What the fuck? Was ist hiermit passiert? Ganz, ganz komisch. Okay. Wir haben die Sachen kontrolliert. Ich kann jetzt hier irgendwas machen, irgendwie rausgehen oder so. Weil wir können ja einfach die Tabletten nicht nehmen. Das nervt mich, dass wir die Tabletten nicht. Es sei denn, wir können die nehmen, aber anscheinend ist das nicht so der Fall. So. Ist hier irgendwas? Ich dachte gerade schon. Können wir hier nichts machen irgendwie? Das wollte ich jetzt nicht tun. Okay, wir haben doch irgendwo da. Was kann man damit machen? Kann man das irgendwo befestigen?
Ne. Schade, hätte ja klappen können. Wow, das war. Ich schwöre, das war vorhin noch nicht so, oder? War das schon so? Mal woanders, ob das irgendwo passt. Mal wieder. Das muss doch irgendwo passen. Hier vielleicht irgendwas. Jetzt gucken wir mal, können wir hier irgendwie noch was öffnen? Nope. Nope. Ja, das geht, glaube ich, auch nicht auf. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aha. Können wir uns jetzt eine rauchen irgendwie? Nein. Ich dachte, das. Nee. Ich habe echt keinen Plan mehr. Body is missing from the freezer. Fuck. Ah, oh, super. Better use the office phone to report this immediately. Ah, juck mich nicht. Wir sind eh fast tot. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. What the fuck? Was war das? Okay, wir müssen jetzt nachschauen, woher diese Geräusche kommen. Mache ich ja sehr, sehr gerne. Nicht. Er hat gerade beschrieben, dass einfach so Objekte auftauchen, die ihm nicht bekannt sind und er Sachen sieht, hört und. Hey. Das hört sich irgendwie eine Fotokamera. Ho! Hey! Who's there? What in the world? This body should be here. Holy fuck, I messed up. Okay, wir können mit der Kamera
Die kann man jetzt auch noch bedienen? Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir können mit der Fotos machen. Ich will lesen jetzt erstmal, was hier steht. Holy fuck. Oh shit! Now what? Power's fucked. Oh super, wir müssen jetzt damit uns fortbewegen. Ja, mega. Ich should probably use my lighter. It's really dark. Verdammt gruselig gerade. Wow, das. Das. Was ist das hier? Oh, holy fuck. Holy fuck. Oh no, das ist. Oh. Oh. Holy fuck, warum? Was ist hier los? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das war vorher noch gar nicht so. Oh fuck. Okay. Also, unser Hirn spielt uns wohl echt verdammt krasse Streiche. Oh Gott, das war ein Schrank. Oh fuck. Kann ich hier den Strom wieder einschalten? Hopefully all the emergency lights are working now. I should locate my medication quickly. Ja, deine. Das musst du definitiv machen. Oh, jetzt ist hier rotes Licht. Ich kann nicht mehr, echt. Was habe ich vorhin nochmal gesagt? Mein Wunsch war es, früher in einem Sanatorium zu arbeiten. Nein, nicht mehr. Gefällt mir gar nicht. Isn't real. Fuck. Können wir nicht einfach jetzt rausgehen? Geh doch einfach raus hier. Verpiss dich doch einfach. Du hast doch gar keinen Bock mehr auf deinen Job. Kündige. Komm nie wieder. Alter. Wie hohl bist du denn? Wir müssen jetzt die ganze Zeit mit diesem Blitzlicht fortbewegen. Weil. Es geht nicht. Scheiße. Okay, wir haben unsere Medizin genommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Oh, 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 fuck! Holy! Holy! Holy, 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 holy! Können wir nicht einfach irgendwie raus hier? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Können wir jetzt raus? Danke. Ach du Wichser, ist es dein Ernst jetzt?
was. Wie ist es in deinem Spind? Haben wir dich nicht gerade genommen? Oder vorhin? Ach, dieses Labyrinth hier wieder, ne? Ist mir jetzt. Ja, super, wir können. Wir müssen woanders. Okay, dann halt so. Ist das schrecklich, wirklich? Das ist. Hammer. What? Where's the key? I saw it here earlier. Da ist er. Hallo? Warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Okay, wir haben ihn. Okay. So at least I found the key. I'm getting out of this fucked up place right now. Okay, gute Entscheidung. Ich hoffe, wir schaffen das bitte. Wir werden das eh nicht schaffen, aber es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen. Nichts, bitte. Was zur Hölle? All these chains and locks were here before. And the door handle. It's just gone. Okay. Er weiß selber nicht, wie wir es jetzt öffnen können. Scheiße. Mit dem Fahrstuhl funktioniert der. Looks like blood. And it's still wet. What the fuck? What on earth is going on? Dinger nicht benutzen. Okay, wie viel von der Medikation kann man nehmen? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Beruhigungszigarette. Wow, das ist tatsächlich Blut. Oh no. Warte, was? Es kommt von da. Wir folgen jetzt mal der Spur. Ja, super. Umso besser. Ich will das nicht mehr. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Ich werde mich nämlich so freuen. What is that? Your thing must have caused the walls to crumble. Looks like some sort of handle could fit here. Ach scheiße, wo habe ich das Ding noch hingetan?
Weiß nicht mehr, wo ich dieses Scheißding hingetan habe. Oh fuck. Irgendwo hier. Nein. Scheiße. Wo habe ich das denn gelassen? Ich habe die Kamera gefunden, ne? Habe ich das da vielleicht irgendwie hingelegt? Ich weiß nicht mal, wo ich das hingetan habe. Ha! Scheiße. Ist hier irgendwo? Fuck. Das ist richtig mies jetzt gerade. Weil ich nicht weiß, wo ich das Ding hingetan habe. Und das brauchen wir jetzt gerade. Wie lange spielen wir schon? Boah, wir nehmen echt schon ganz schön lange auf, ne? Ist ja Hammer. Aber ich bin schon froh, später was im Spiel sagen zu können. Ey, Kacke. Das ist verdammt Kacke gerade. Habe ich das hier irgendwo auf den Boden hingelegt? Wir brauchen das halt, ne? Das ist die Scheiße. Ah, perfekt. Irgendwas, was haben wir jetzt damit geöffnet? Oh, Leggy. Wow, was? This is such a terrible idea. Oh. Okay. Alles cool. Wir nehmen noch ein bisschen was von den Pillen hier. So, das war's. Mehr Pillen haben wir nicht. Oh, bitte schaff es. Guck doch nicht zurück, du Idiot. Oh no. Dreh dich um und renn, ey. Guck doch nicht immer weiter, das interessiert doch nicht. Aha. Oh. Oh shit. What the hell is going on? Das ist aber ein schlimmer Albtraum. Okay, uns geht's gar nicht mehr gut. Wir haben keine Tabletten mehr. No! Somebody help me! No! 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 Oh mein Gott, was ist das? Oh.
Das war Dark Fracture. Ich glaube nicht, dass es eine Demo war. Also, es steht Demo, aber das sieht mir schon aus wie das ganze Spiel. Es war, naja, wie soll ich sagen? Es war ein sehr gruseliges Spiel. Also, gruselig war es auf jeden Fall. Die Atmosphäre, die war, also es war einfach komplett gruselig. Und die Idee dahinter war auch übelst gut. Nur ich finde, das Spiel, das ist so, ich weiß nicht. Es passiert zu viel auf einmal, so weißt du auch gar nicht, was oder welche Aufgaben du machen sollst. So, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben auf einmal dieses Ding in der Hand, diese Kurbel. Auf einmal kriegen wir die Aufgabe, weiß nicht, dass wir irgendwie einen Anruf tätigen, weil eine Leiche verschwunden ist, legen dann das Ding irgendwo hin und jetzt mussten wir halt die ganze Zeit suchen. Aber von der Umsetzung her war das Spiel mega gut. So, ich glaube, es müsste einfach nur strukturierter sein. So, dann wäre das ein übelst geiles Spiel. Es ist verdammt gruselig. Wirklich, es ist fucking gruselig, aber es ist auch buggy bis zum geht nicht mehr. Wirklich. Ja. Es ist aber ein sehr gutes Spiel, ich will nicht meckern. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr es wieder schaut. Haut rein, macht was raus und bis demnächst. Ciao, Leute.